Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Ronneburg. Ich bin verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir haben jetzt unsere Veranstaltung zum Thema Verkehrswende in Pandemiezeiten. Und im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir zwei sehr interessante Gesprächspartner heute zu Gast. Zum einen Raunhild Sörensen zu meiner Linken. Sie ist zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Changing Cities. Und zu meiner Rechten Christfried Schäpe, er ist Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbands IGEB e.V. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde. Wir wollen uns heute über die Verkehrswende unterhalten und wir haben dahingehend ja auch den Aufhänger gerade benannt als Einstieg die Pandemie, die Corona-Pandemie, die uns alle natürlich vor große Herausforderungen stellt. Und auch vor große Herausforderungen natürlich bei der Frage, wie organisieren wir auch in Berlin die Verkehrswende weiter? Denn ich würde mal als Einstieg sagen, wir haben in Berlin erlebt, dass wir ähnlich natürlich wie in anderen Bundesländern gesehen haben, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht mehr so genutzt wird, wie er nun vor der Pandemie genutzt wurde. Wir haben eine Maskenpflicht, wir haben auch gesehen, dass in Berlin für einen gewissen Zeitraum auch Leistungen zurückgefahren werden mussten. Der ÖPNV ist wieder stabilisiert auf dem Niveau vor Corona, hat allerdings eben mit vielen Dingen zu kämpfen. Zum einen, dass eben Fahrgäste auch ausbleiben und zum anderen vor der Herausforderung natürlich auch steht, die Fahrgäste auch wieder zu gewinnen und für den ÖPNV natürlich auch zu begeistern. Auf der anderen Seite haben wir ganz interessante Entwicklungen in Berlin gehabt. Gerade in der Pandemie geht es ja darum, mehr Platz zu schaffen, damit wir uns auch alle gut und möglichst frei und mit Abstand bewegen können. Ich nenne jetzt mal als Beispiele auch, die der Senat mit den Bezirken verfolgt hat, temporäre Spielstraßen oder auch die sogenannten Pop-up-Radwege, die zu munteren Debatten auch geführt haben in den letzten Wochen. Und das wäre jetzt gleich mal mein erster Aufhänger. Die Frage an Raunhild, wie du das einschätzt, wie der Berliner Senat und auch die Koalition auf die Herausforderungen im Verkehrsbereich, gerade jetzt auch bezogen mal auf den Fuß- und Radverkehr, reagiert haben. Und da würde mich jetzt mal erstmal deine Einschätzung interessieren und auch die Ideen, die Changing Cities hat diesbezüglich. Ja, also es war ja eine sehr, sehr interessante Zeit, muss man einfach sagen, weil plötzlich eine Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft stattgefunden hat, in einer ganz engen Art und Weise, die wir so in der Vor-Pandemie-Zeit nicht gesehen haben. Das ist ja nicht so, dass wir nicht miteinander gesprochen haben, aber es war plötzlich möglich. Wir haben eben in allen Bezirken inzwischen in Berlin Vorschläge eingereicht zu Pop-up-Radwege, wo die gut einzurichten wäre, wo es sinnvoll machen, Sinn machen würde. Und ein paar von den Bezirken haben das eben aufgegriffen. Ne? Also allen voran natürlich Friedrichshain-Kreuzberg, die dann in einer engen Zusammenarbeit mit dem Senat das tatsächlich geschafft haben, dass die Geschwindigkeit, die wir brauchen, um das Mobilitätsgesetz bis 2030 umzusetzen, die wurde in der Pandemiezeit erreicht. Fast. Nicht ganz, aber fast. Und das ist doch schon echt ein Ding, muss man sagen. Das ist ganz interessant, weil genau, also alle Bezirke haben jetzt soweit auch Vorschläge auch eingereicht. Ein Bezirk oder einige sind vielleicht weiter als andere. Das ist mir nun auch nicht entgangen, auch als Verkehrspolitiker, dass natürlich da die Interessenslagen und auch die Frage, wird es politisch prioritär behandelt, durchaus auch unterschiedlich beantwortet wird in den Bezirken. Aber ich würde mal das Stichwort aufnehmen, da hat man schnell reagiert und ich würde jetzt mal sagen, nicht verborgen ist ja, dass sich ja auch der Fahrgastverband dazu gemeldet hat und wir auch gesehen haben, hier und da kommt es ja auch zu Konflikten. Also die Frage, wird so wirklich so reagiert, dass man möglichst alle Interessen dann auch bei der Anordnung von solchen Radwegen auch berücksichtigt. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Kannstraße, wo sich, glaube ich, auch der Fahrgastverband auch kritisch geäußert hatte, ob dann sozusagen nicht doch der ÖPNV doch mehr hätte berücksichtigt werden müssen. Und dann gab es ja auch die Frage, es gibt jetzt Pop-up-Radwege, brauchen wir denn nicht Pop-up-Busspuren? Und das zeigt natürlich ein bisschen auch die Frage, ja, wie ist man jetzt eigentlich in dieser Zeit mit dem ÖPNV umgegangen? Und vielleicht könntest du, Christfried, dazu noch mal einiges sagen.
Also anders als aus Sicht derjenigen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, haben die Fahrgäste in der Pandemiezeit mehr gelitten als profitiert. Es sind eine ganze Reihe Entscheidungen getroffen worden, die man rückblickend vielleicht etwas milder sehen kann, aber in der aktuellen Situation sehr kritisch waren. Am 18. März hat die BVG sehr chaotisch ihr Angebot runtergefahren, sodass es dann in Teilbereichen zu Überfüllungen kam. Es ist die Fahrgastinformation teilweise schlecht gewesen, teilweise komplett im Bereich Bus abgeschafft worden, in dem zum Beispiel Haltestellenaushänge weg waren mit allen Informationen. Über alle Veränderungen wurde nicht kommuniziert und dann wurde die BVG auch da, wo sie Unterstützung gebraucht hätte, zum Beispiel mit Busspuren auch noch im Regen stehen gelassen, während also die Pop-up-Radwege von uns ohne Zweifel auch begrüßt, erfreulicherweise an vielen Stellen der Stadt zu sehen waren und ja bis heute auch noch da sind, ist beim Thema Busspuren das Schneckentempo dasselbe geblieben wie vorher. Es ist praktisch gar nichts passiert. Und das ist für uns schwer verständlich, dass der öffentliche Verkehr, der es zugegebenermaßen in so einer Pandemiezeit sowieso schon schwer hat, da nicht noch gefördert wurde. Letztes Beispiel ist, die ganzen Kundenzentren der S-Bahn oder der Deutschen Bahn mussten auf entsprechende Regelungen des Senats geschlossen werden, während in anderen Bundesländern die zum Beispiel offen bleiben konnten. Also die Fahrgäste gehen mit doch einem eher Niederlagegefühl aus der Pandemiezeit heraus. Und wir werden viel Zeit brauchen, um das Vertrauen in den öffentlichen Verkehr, gerade auch, weil sich ein gewisses Gedränge im öffentlichen Verkehr nicht vermeiden lässt, wieder aufzubauen. Da haben es alle Freunde und Förderer des Radverkehrs, zu denen wir uns ohne Frage auch zählen, sicherlich sehr viel leichter. Ich würde das nochmal kurz aufnehmen, und zwar die Frage eben, Vertrauen zurückzugewinnen. Denn ich denke mal, was jetzt auch gezeigt worden ist, auch in Berlin, aber auch es gibt ja auch andere internationale Beispiele, ist, dass man durchaus ja, wie gesagt, beim Radverkehr geliefert hat. Es ziehen jetzt auch andere Städte nach, wie ich jetzt auch kürzlich gelesen habe. Also es hat schon eine Art Vorbildfunktion und soll ja, wie gesagt, auch den Zweck erfüllen, dass eben mehr Menschen auch eher nochmal aufs Rad umsteigen können, damit sie sich ja, wie gesagt, dann auch eher sicherer durch Berlin bewegen können. Aber wir merken auf der anderen Seite eben, dass es strukturell bedingt, würde ich sagen, natürlich im ÖPNV auch schwerer zu realisieren ist, was sozusagen keine Entschuldigung ist für fehlende Busspuren, denn da teile ich ja auch die Kritik von IGEP e.V., da haben wir leider ja bisher keine richtigen Ergebnisse bekommen in dieser Legislatur, weil sich das insgesamt sehr jetzt auch hingezogen hat zwischen der BVG und dem Senat Richtung Anordnung neuer Busspuren. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema. Die Ausgangssituation ist ja, dass wir erstmal die Kapazitäten im ÖPNV haben, die wir nun haben und erst stückweise auch weiter auch die Kapazitäten werden erhöhen können. Also wenn wir es mal so durchdenken, die Frage von Abstand in den Verkehrsmitteln hängt natürlich auch an der Fahrzeugverfügbarkeit, also damit zusammen. Und das ist etwas anderes als beim Thema Radverkehr. Wo würdest du denn sagen, muss jetzt auf jeden Fall der Schwerpunkt gelegt werden im ÖPNV, damit wir dann tatsächlich auch den Fahrgästen auch wieder ein gutes Gefühl vermitteln können? Also mittelfristig bin ich zuversichtlich, dass die Fahrgäste in den öffentlichen Verkehr auch wieder zurückkehren werden, weil es spricht einfach doch ganz, ganz viel der Platz in der Stadt, auf den Straßen, die Umweltfreundlichkeit und so weiter für eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Warum wir die letzten Jahre kritisch sehen, da wo ein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, wo Fahrzeuge bestellt werden müssen, wo ein Vorlauf ist, dass das nicht schnell gehen kann, das leuchtet uns ein und da hätte zwar noch mehr angeschoben werden können, aber das ist ein mühsames Geschäft. Aber da wo schnell gehandelt werden könnte, das ist einerseits sind das die Busspuren, aber das sind zum Beispiel auch an den Kreuzungen die Vorrangschaltungen. In Berlin sind ganz viele Vorrangschaltungen, die es zum Teil schon mal gab, immer noch nicht wieder in Funktion. Oder es sind Vorrangschaltungen nicht wirklich auf die Interessen des öffentlichen Verkehrs, und zwar in dem Falle nicht nur Bus, sondern auch Straßenbahn ausgerichtet. Und es wird im Zweifelsfall immer noch von den zuständigen Behörden zugunsten des flüssigen Autoverkehrs entschieden. Und das ist selbst schon von der BVG in den letzten Jahren immer mal wieder beklagt worden. Und da sind wir noch längst nicht an dem Punkt, wo wir heute sein können. Und da wünsche ich mir, dass da
aus dem Senat, aus dem Abgeordnetenhaus der Druck noch erhöht wird, dass nicht immer noch die Personen sind eben dieselben, die jahrelang die autogerechte Stadt geplant haben, dass die immer noch nicht nur bei Busspuren, sondern eben auch bei Ampelschaltung, bei Straßenraumgestaltung eben immer noch vom Auto her denken und nicht vom Fahrgast her. Nun haben wir ja das Mobilitätsgesetz und das wäre jetzt mal mein Stichpunkt an der Stelle, worüber wir nochmal, denke ich, auch diskutieren sollten, denn wir haben ja nun auch in Berlin auch versucht, mit dem Mobilitätsgesetz weiter den Druck auch zu erhöhen, einerseits auch sozusagen auf der gesetzgeberischen Ebene. Da haben wir den ÖPNV-Teil und den Radverkehrsteil, der schon im Mobilitätsgesetz verabschiedet worden ist. Das Gesetzeswerk ist das eine. Die praktische Umsetzung ist dann oftmals auch das andere. Auch vor Corona war ja nun auch und ist ja die Kritik auch recht hoch, natürlich was die Frage der Umsetzung in der Verwaltung angeht. Vielleicht könntest du dazu noch mal etwas sagen, weil das eine sind da jetzt nun auch Pop-up-Radwege, aber es müssen ja auch so strukturelle Weichenstellungen umgesetzt werden, damit wir auch schneller vorankommen. Ja, ich sage vielleicht kurz mal etwas zu temporären Radwegen als allererstes, weil es ist oft ein Missverständnis. Die Leute denken, temporär heißt, die sind eingerichtet und dann verschwinden sie eben immer irgendwann wieder. Temporär bezieht sich nur darauf, dass sie erstmal eingerichtet werden und später verstetigt werden. Das ist jetzt also nicht eine Frage davon, dass sie jetzt später verschwinden. Das bedeutet temporär nicht. Nämlich das Problem ist, was wir in Berlin haben. Wir haben zwar ein Mobilitätsgesetz, das eigentlich vorschreibt, wie der Senat und die Bezirksverwaltung zu handeln hat oder haben. Wir haben aber jede Menge andere Verordnungen und was weiß ich, Radverkehrsnetz, die Radverkehrsplan, Sachen, die eigentlich schon vom Senat hätte fertiggestellt werden müssten. Die sind, ich weiß gar nicht, wir sind da hoffnungslos hinterher. Und das heißt, dass die Verwaltung in den Bezirken, die dem ja untergeordnet sind, dem Senat quasi, keine Maßstab haben, die haben keine konkreten Maßnahmen, die haben keinen Zeitplan, die haben keine Stufen, so dass sie sagen können, wir sind jetzt in diesem, wir finden uns jetzt gerade hier so, dass wir das auch überprüfen können, evaluieren können, wie kommen wir 2030 bis zur Umsetzung des Mobilitätsgesetzes. Und das gilt nicht nur für den Radverkehr, das gilt genauso für den ÖPNV, für den Fußverkehr, für den Wirtschaftsverkehr, der auch gerade jetzt verhandelt wird. Und ich glaube, das ist das A und O. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die sozusagen die Landespolitikerinnen ja auf jeden Fall immer auch teilen, wenn sie eben Gesetze auch aufschreiben und dann auch natürlich umsetzen wollen. Wenn es dann auf die konkrete Umsetzung ankommt, sind es ja oftmals dann eben die Bezirke, die vieles auch umsetzen müssen dann am Ende. Und dahingehend ist es natürlich wichtig, dass da auch der geeinte politische Wille dann auch umgesetzt wird. Wir sehen allerdings natürlich auch an der Verwaltungsstruktur, du hast es ja gerade genannt, dass es ja durchaus auch Möglichkeiten gibt, dass sich Bezirke auch unter diesen jetzigen auch rechtlichen Konstellationen auch durchaus, ich würde sagen, manche auch verweigern können, manche auch sagen können, ich setze vielleicht erstmal andere Prioritäten und versuche dahingehend meine sozusagen vielleicht auch eigene Vorstellungen durchzusetzen, was nicht unbedingt immer etwas sozusagen mit den Prioritäten zu tun hat, die eigentlich vom Gesetz her schon eigentlich vorgegeben sind. Denn ich denke, das wäre jetzt mal mein Stichwort, viele versuchen daraus ja auch immer so eine Art von ideologischen Kampf zu machen. Wie seht ihr die politische Diskussion und die Entwicklung dazu? Ich bin überzeugt, es muss eine Umverteilung des öffentlichen Raumes geben. Und zwar eben zugunsten von Menschen, die zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad unterwegs sind und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Und die Stadt ist einfach über Jahrzehnte autogerecht gebaut worden oder in Richtung autogerechter Stadt gebaut worden. Und inzwischen fahren aber sehr viel mehr Menschen eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad. Und von daher muss jetzt einfach auch dem Rechnung getragen werden. Und das ist das Mobilitätsgesetz ein ganz richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch der Nahverkehrsplan ist gut, aber jetzt muss es gelebt werden. Und für mich ein ganz konkretes Beispiel, wo sich festmacht, ob der Senat in der neuen Welt, die er sich selber richtigerweise als Ziel vorgenommen hat, angekommen ist, ist der Bau der Mühlendammbrücke. Wird die Mühlendammbrücke in der alten Lesart autogerecht mit mehreren Autospuren gebaut oder wird sie jetzt stadtgerecht gebaut?
Und da sind für mich an vielen Stellen, gerade bei diesen großen Projekten, nicht die Bezirke das eigentliche Problem, sondern es ist immer noch die Senatsverkehrsverwaltung. In der Senatsverkehrsverwaltung haben die Befürworter der autogerechten Stadt immer noch eine sehr starke Stellung. Und die Bezirke und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sind da an vielen Stellen schon deutlich weiter. Und die Entscheidung zur Zukunft der Mühlendammbrücke ist für mich ein Maßstab dessen, ob wir in der Realität des Mobilitätsgesetzes angekommen sind. Okay, ja, Raunhild? Ja, also ich würde das so sagen. Also wir haben, ich gebe dir vollkommen recht, Senat ist in vielen Fällen verantwortlich. Er ist vor allem auch verantwortlich im Sinne der Kommunikation. Weil wir reden immer darüber, als wäre es ein Diskurs, die einen, also die Autofahrer gegen alle anderen, so ungefähr. Und ich glaube, wir müssen aufhören, das bringt uns nicht weiter. Weil wir ineinander irgendwie in den Kopf zu hauen, kommen wir nicht viel weiter in dieser Richtung. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ein klares Signal zu senden. Die Stadt der Zukunft wird eine autoarmere Stadt. Punkt. Das kann gar nicht anders sein. Ich glaube, alle sind eigentlich der Meinung, auch die Auto fahren, heute Auto fahren, die wissen, auf Dauer geht das nicht. Die autogerechte Stadt ist aus Klimagründen, aus Luftverschmutzung, also aus tausende Gründen, auch Aufteilung des öffentlichen Raumes, kein Zukunftsmodell. Und ich glaube, wir müssen darüber anfangen zu reden, wie wollen wir in dieser Stadt leben? Weil wir haben ein Problem, und das ist eine Sache, was bei uns zunehmend klar wird. Wir haben ein Stadtrandproblem, ein Zentrumsproblem und ein Randproblem. Weil im Stadtzentrum, genau wie du sagst, fahren die Leute tatsächlich selten Auto. Ich glaube, das liegt bei 70% der Bewohnerinnen in Berlin sind mit nicht Auto, also nicht im Auto unterwegs im Alltag. Das heißt, diese Menschen, die leben hier und wollen eigentlich lieber eine grüne Stadt, eine Stadt, wo man sich frei bewegen kann draußen, wo man gut und schnellen und günstigen ÖPNV hat. Und dann haben wir die Leute, die von außen kommen. Da gibt es ein zu schlechtes ÖPNV-Angebot im Moment, sodass diese Menschen immer wieder das Auto wählen, um reinzukommen. Ich glaube, da liegt im Moment wirklich der Knackpunkt. Also zum einen ist ein riesen Nachholbedarf. Der ist natürlich auch nicht in einer Legislaturperiode abzubauen. Also die Stadt ist einfach jahrelang letztlich doch auf Ausbau in Richtung autogerechte Stadt entwickelt worden und entsprechend sind die Gelder verteilt worden. Also für den Ausbau des Straßennetzes und Erhaltung des Straßennetzes war einfach immer viel, viel mehr Geld zur Verfügung. Für das Planen des Straßennetzes war und ist viel mehr Kapazität. Also es ist immer noch ein riesen Unterschied in der Besetzung des Personals für Straßenbau und für Straßenbahnbau. Da liegen einfach noch Welten dazwischen. Da sind wir wirklich erst ganz, ganz kleinen Schritt vorangekommen in den letzten Jahren und müssen uns noch viel bewegen. Und wenn man das nach und nach intensiviert und beschleunigt, dann besteht sehr wohl auch die Chance, das ganz grundsätzlich zu ändern. Natürlich muss auch an vielen Stellen kooperiert werden. Also für mich ist im Moment, während im öffentlichen Nahverkehr in Berlin mit dem viel zu langen Straßenbahnausbau und dem ständigen Verzetteln mit U-Bahn-Ausbaudiskussionen vieles schlecht gelaufen ist, ist beim Thema Regional- und S-Bahn-Verkehr sehr gut gelaufen, dass man dort mit dem sogenannten I-2030-Projekt eine Kooperationsebene gefunden hat, dass man sich klar gemacht hat, das dauert alles noch viele Jahre, 2030 ist auch noch lange hin, aber wir müssen jetzt die Weichen stellen, wir müssen jetzt ein ambitioniertes Projekt auf die Beine stellen, wir müssen es als Länder Berlin und Brandenburg und Deutsche Bahn alle zusammen machen. Und das ist für mich, I2030 ist vom Ansatz her ein wunderbares Beispiel, wie alle Beteiligten, VBB nicht zu vergessen, an einem Strang ziehen und sagen, nur wenn wir jetzt die Weichen neu stellen, sind wir in 5 und in 10 Jahren auf einem neuen Weg. Und einen solchen Ansatz gibt es im Nahverkehr bisher leider nicht. Der Nahverkehrsplan war ein richtiger Baustein in die Richtung. Der Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr, der das hätte auch leisten sollen, ist leider auch wieder von der Verkehrsverwaltung gegen die Wand gefahren worden. Und obwohl er schon seit über 2 Jahren fertig sein sollte, bis heute nicht auf dem Tisch.
Das würde mich jetzt nochmal, ich würde jetzt hier mal nochmal einen Cut machen und nochmal so einen Blick in die Zukunft richten. Also wenn wir haben jetzt noch ungefähr ein Jahr, dann wird ja auch in Berlin neu gewählt. Und es ist, denke ich, schon absehbar, dass natürlich so die ganzen Mobilitätsthemen eine große Rolle spielen werden. Sie haben in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr auch an Bedeutung gewonnen. Und wie würdet ihr das eigentlich einschätzen, wie jetzt auch gerade die politischen Auseinandersetzungen weitergeführt werden müssen? Da würde ich erstmal fragen zum Mobilitätsgesetz, ob ihr dazu auch noch weitere Ideen zur Überarbeitung oder zur Verbesserung habt. Es wurde ja nochmal erwähnt mit dem Fußverkehr und auch Wirtschaftsverkehr. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal ein paar Worte sagen und was für euch vielleicht so Projekte sind, die im Wahlkampf vielleicht auch eine stärkere Rolle spielen könnten, wo sich auch die Parteien positionieren sollten. Konkret für die Zukunft wünschen wir uns eine klare Meldung und auch eine klare Bekenntnis dazu, dass wir zukünftig weniger Autos in der Stadt haben wollen. Das wird wahrscheinlich nur über Parkraumbewirtschaftung gehen. Das gibt es ja im großen Stil jetzt schon, aber da kann man, das ist ja noch ganz an den Anfängen, wenn man es mit anderen Städten vergleicht. Da hat man Hebel, den man auf jeden Fall ganz massiv einsetzen muss. Und ich glaube, wenn man es den Leuten kommuniziert, was sie zurückkriegen an öffentlichen Raum dafür, dass sie den einen oder anderen Parkplatz auch aufgeben müssen, glaube ich, kriegt man das auch gebacken. Ich wünsche mir, dass wir das auch im Zuge der Pandemie wirklich den Leuten klar machen. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Platz für Fuß, für ÖPNV und für Radverkehr, ist es nicht eine kurzfristige, irgendwie, wir müssen gucken, dass wir mit den Abständen klarkommen, sondern das ist ein langfristiges Projekt, das zwar jetzt starten kann, mit temporären Maßnahmen, auch meinetwegen die 20 Kilometer, die der Senat geplant hat für Busspuren in Berlin, macht die temporär jetzt. Das ist nicht ein großes Problem und man müsste es einfach mal hin auf die Straße bringen und dann gucken wir, passen wir das an mit der Zeit. Probieren, ausprobieren, was passiert, wenn wir diese Straße hier autofrei machen. Was passiert? Lass uns es einfach probieren. Klar ist, dass die Pandemie auf jeden Fall einen Schub für den Fahrradverkehr gegeben hat und auch da wünschen wir uns, dass der neudeutsch nachhaltig ist, dass der also auch noch in der nächsten Generation gelebt wird. Beim öffentlichen Verkehr bin ich zuversichtlich, dass da doch viele im Laufe der Zeit auch wieder in den öffentlichen Verkehr zurückkehren werden und auch die Vorteile des öffentlichen Verkehrs erkennen. Umso wichtiger ist es jetzt aber eben, den öffentlichen Verkehr auch weiter auszubauen. Das ist einfach über viele, viele Jahre vernachlässigt worden. Und da, wo es eben vergleichsweise schnell geht, Infrastrukturausbau, ist eben Straßenbahnausbau. Und wir müssen vielleicht beim öffentlichen Verkehr einfach unsere Wertvorstellung noch etwas modifizieren. In der Vergangenheit war ein öffentliches Verkehrsmittel, wo nicht so viele drin saßen, war aus Sicht der Betreiber ein schlechtes Verkehrsmittel. Inzwischen ist das eine Qualität, dass das öffentliche Verkehrsmittel nicht so voll ist, dass ich dicht an dicht stehe oder sitze, sondern dass ich eben mit einem gewissen Raum habe. Also die öffentlichen Angebote in Zeiten etwas gesunkener Nachfrage, in Pandemiezeiten gesunkener Nachfrage auszudünnen, war eben genau die falsche Antwort, sondern man hätte eben gerade, um die Leute im öffentlichen Verkehr zu halten, zu sagen, solange die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen nicht selber krank sind, fahre ich weiterhin das dichte Angebot, damit ich einen möglichst großen Abstand generieren kann. Und ja, auch die großen Maßnahmen dauern alle lang und kosten Geld, aber ich muss noch mehr sensibilisieren, auch für die kleinen Maßnahmen. Da hatten wir vorhin schon das Thema Busspuren oder Vorrangschaltung an den Ampeln. Es geht noch viel weiter. An Hunderten von Kreuzungen in Berlin, wo eine Bushaltestelle ist, ist diese Bushaltestelle nicht direkt an der Kreuzung oder direkt am U- oder S-Bahnhof, dass ich als Fahrgast einen kurzen Umsteigeweg habe, sondern sie ist zur Freihaltung von Abbiegespuren oder ähnlichen Vorrangschaltungen für den Autoverkehr 10, 20, manchmal auch 100 Meter hinter der Kreuzung. Es sind hunderte Stellen, wo im Kleinen die Fahrgäste, die Fußgänger benachteiligt werden. Und da ist so viel zu tun und dazu kann man auch relativ schnell zu Ergebnissen kommen. Und wenn wir dafür auch den Blick schärfen, im Sinne des Mobilitätsgesetzes, was diesen Missstand erkannt hat, nur, und jetzt schließe ich mich dir an, es hapert an allen Ecken und Enden an der Umsetzung. Die Ziele sind richtig, an der Umsetzung mangelt es.
Momentan liegt ja der Fußverkehrsteil fürs Mobilitätsgesetz vor. Der Referentenentwurf ist, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, im Januar auch veröffentlicht worden. Da gab es ja auch einen Prozess, an dem verschiedenste Interessensverbände, Akteure auch mit beteiligt waren. Und es war ja auch so ein partizipativer Prozess, wo wir gemeinsam auch mit dem Senat und eben den anderen Akteuren vor Ort waren und uns quasi auch aus Sicht der Fußgängerinnen und Fußgänger bewegt haben an verschiedenen Orten in der Stadt. Und momentan liegt eben dieser Entwurf dem Abgeordnetenhaus vor und wir haben uns als Koalition bereits schon ausgetauscht, welche Änderungsvorschläge wir noch haben oder Verbesserungsvorschläge, sodass wir wahrscheinlich dann auch nach der Sommerpause zügig also diesen Teil dann auch in veränderter Form dann auch beschließen können. Deswegen ja, würde ich jetzt damit so langsam zum Ende kommen und würde euch vielleicht nochmal um ein kurzes Schlusswort bitten. Vielleicht gar keine Vorgabe, sondern vielleicht etwas, was ihr schon immer mal loswerden wolltet. Warum hätte ich jetzt erstes? Ja, was ich immer loswerden wollte, das ist eine gute Frage. Da gibt es ja vieles. Ich muss nochmal, glaube ich, auf das Entscheidende zurückkommen. Wir haben in einem Verband mit vielen anderen Verbänden hier in Berlin, Berliner Straßen für alle gegründet, wo wir einfach versucht haben, Zahlen und Ziele festzulegen. Wir haben gesagt, eine Reduzierung von 50% bis 2030. Wenn man sich dies als Ziel setzen würde und sagen, wenn der Senat das machen würde, wenn die Koalition sich das als Ziel setzen würde, würde man mit den Leuten, auch den Autobesitzern, den Autofahrerinnen und Fahrern ins Gespräch gehen und sagen, wie kriegen wir das hin? Ihnen auch eine Art Planungssicherheit geben, damit sie wissen, okay, ich habe jetzt ein Auto, kaufe ich mir ein neues Auto in 5, 6, 7 Jahren oder was mache ich? Ich glaube, ich wünsche mir, dass die Diskussion viel mehr auf so eine realistische Art und Weise geführt wird. Wie kommen wir dahin? Wie machen wir das tatsächlich? Weil ich glaube, diese Abwehrhaltung, die wir überall spüren, kommt unglaublich viel daher, dass die Leute denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jemand kommt mir und verbietet mir da und da zu fahren. Aber wenn man sagt, ja, auf lange Sicht wollen wir das machen, aber wir fangen an und wir stufen das. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir die Diskussion weg von einer konfrontativen, sondern dahin zu nicht mehr ein, ob wir das machen oder so, sondern nur wie. Wie kriegen wir das gebacken? Ich glaube, das würde den Prozess sehr viel erleichtern auf Dauer. Ja, und Chris Fried? Also wir als Fahrgastverband begrüßen es außerordentlich, dass das Thema Fußgängerinnen und Fußgänger jetzt auch im Mobilitätsgesetz verankert wird. Hier ist ein großes Defizit. Warum ist das für uns so interessant? Weil fast alle Menschen, die zur Bushaltestelle gehen oder die mit S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn fahren, auf dem Weg dorthin Fußgängerinnen oder Fußgänger sind und dabei schon viel Zeit verlieren oder sich Gefahren ausgesetzt fühlen oder tatsächlich auch sind. Also so gesehen ein ganz wichtiger Baustein auch zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, das Thema Fußverkehr. Und eine ganz große Zukunftsaufgabe noch, die noch weit über die nächste Legislaturperiode dann sicherlich hinausweist, ist, die völlig unterschiedlichen Verkehrswelten in Berlin und Brandenburg miteinander in Einklang zu bringen und da gemeinsam zu Lösungen zu kommen, dass die Menschen aus Brandenburg nicht Berlin als Bollwerk betrachten und umgekehrt die Berlinerinnen und Berliner nicht glauben, aufs Auto angewiesen zu sein, wenn sie ins Umland fahren. Also das ist noch den sogenannten Stadt-Umland-Verkehr gemeinsam zu entwickeln und zwar umweltfreundlich zu entwickeln. Das ist sicherlich noch ein ganz großes Zukunftspaket. Okay, dann danke ich euch für die Schlussworte und bedanke mich bei Raunhild und bei Chris Fried für die Diskussion. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven auf die aktuelle Situation darstellen und ein bisschen auch einen Ausblick auf die Zukunft hier vermitteln und vielleicht auch dazu anregen, sich durchaus auch in die
aktuellen Debatten auch aktiv einzumischen. Jedenfalls wäre das ein ganz großer Gewinn, glaube ich, wenn wir insgesamt die Diskussion für die in Richtung Verkehrswende aus den verschiedensten Blickwinkeln führen, egal ob ich jetzt nun aus Mitte komme oder eben aus Hellersdorf, egal ob ich mich jetzt sozusagen eher nochmal mit dem, vorzugsweise mit dem Auto bewege oder eher mit dem Rad oder mit dem ÖPNV, wir alle sollten die Diskussion gemeinsam führen, nicht konfrontativ, und es geht tatsächlich um die Frage, wie gestalten wir das, und ja, ich hoffe und bin bereit auch für weitere kommende Debatten, und ja, vielen Dank, und dann beende ich unsere Sitzung.